Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Dirk von Tennis Point. Heute möchte ich euch mit dem Thema Play and Stay ein bisschen vertrauter machen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Play and Stay gibt es ja seit einigen Jahren in Deutschland. Und nachher möchte ich die Brücke schlagen, Play and Stay, runtergebrochen auf die Kinder, auf die Entwicklungsstadien, auf die Körpergrößen, welche Schläger machen da vielleicht Sinn. Erstmal was Allgemeines. Was ist das überhaupt, Play and Stay? Die ITF, also die International Tennis Federation, hat sich vor vielen, vielen Jahren, das war schon deutlich vor dem Jahr 2007, Gedanken gemacht, wie können wir es darstellen, dass Tennis wieder attraktiver wird? Wie können wir vielleicht dem Spieler, der noch nie gespielt hat, den Einstieg zu dem Sport erleichtern? Oder vielleicht dem Spieler, der eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dazu bewegen, es doch nochmal zu versuchen? Als erstes mal etwas zu den Bällen, die in dieser Idee Play and Stay stecken. Wir haben drei Stufen. Stufe 3 ist der rote Ball. Wir haben Stufe 2 ist der orangene Ball. Stufe 1 ist der grüne Ball. Erste Stufe, rot, 75% Druck gemindert und auch größer. Weil er weicher ist, fliegt er entsprechend auch langsamer. Und weil er größer ist, ist der Luftwiderstand, wie gesagt, ein höherer. Und die Kinder werden die Angst verlieren, auch in dem, als 5-, 6-, 7-jähriges Kind ganz normal durchzuziehen. Sie sollen nämlich durchziehen, weil sie so spielerisch sich technisch weiterentwickeln. Der orangene Ball, 50% Druck gemindert. Auch ein bisschen weicher, merkt man schon deutlich, kann man ganz gut sehen. Natürlich auch entsprechend langsamer der Ball. Der grüne, bei uns ist jetzt in dem Fall ein grüner Punkt oder eine grüne Schrift, nur noch 25% Druck gemindert. Macht deswegen total Sinn, weil Kinder unterschiedlich groß sind. Und in der Praxis könnte Folgendes passieren, wenn ein Kind mit einem Ball spielt, was vielleicht gar nicht altersgerecht wäre und das Absprungverhalten dieses Balles nicht im gesunden Verhältnis zu den Körpermaßen des Kindes steht, dann spielen Kinder den Ball in Kopfhöhe, in Schulterhöhe, würden eventuell dazu neigen, ich mache das mal in einem Schläger hier exemplarisch, ich nehme jetzt mal so ein 19er Racket, nehme ich jetzt an die Hand und sagen wir mal, ich spiele jetzt mit einem erwachsenen Ball. Jeder Ball würde bis dort oben springen. Automatisch würden sich die Griffe von den Kindern verändern. Die Rückhand ist tendenziell dann immer eine beidhändige, weil die Kinder mit einer Hand da oben noch gar nicht zurechtkämen. Unter den jeweiligen Spielern seht ihr in diesem kleinen roten, orangenen, grünen und nach links weiter Feld, seht ihr Zentimeterangaben. Das ist es, oder diese Angabe besagt, im Rahmen der ITF-Prüfung, wie hoch muss denn ein Ball zurückspringen, wenn man ihn aus 2,54 Meter fallen lässt. Und dann seht ihr Angaben, dass der rote Ball mindestens 85 cm, maximal 1,5 Meter zurückspringen sollte, der orangene von 1,5 Meter bis 1,20 Meter, der grüne von 1,20 Meter bis 1,35 Meter und der erwachsene Ball, also der gelbe Ball, 1,35 Meter bis 1,47 Meter. Das ist genau reglementiert von der ITF. Also diese Bälle durchlaufen auch eine Menge Prüfungen, damit sie überhaupt diesen Qualitätsstandard darstellen können. Sollte Tennis wettkampfmäßig bei den Kindern schon betrieben werden, die verschiedenen Platzeinteilungen. Also tendenziell werden die Medenspiele, wenn mit roten Bällen gespielt wird, quer gespielt übers Feld. Meistens so Kleinfeld-Tennisnetze werden dann genutzt. Sollte der orangene Ball schon der richtige sein, hängt natürlich dann, wie gesagt, von dem Alter ab, das habe ich ja im Vorfeld erklärt, dann wird schon über das normale Tennisnetz gespielt, aber das Feld ist verkürzt, passt aber auch wunderbar, die Kinder können mit dem Ball total normal durchschwingen und dann kommen wir natürlich zum ganzen Feld, da werden dann die grünen Bälle gespielt und später natürlich die normalen Tennisbälle, das wird ja eher auf einem normalen Tenniscourt betrieben. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Schlägern, dass ihr das nochmal gesehen habt hier, ich habe mal ein paar rausgesucht. 17, total süß für die Kleinstkinder. An der Stelle, ganz klar, roter Ball, wie vorhin erklärt. Zack. 19er Größe, hatten wir ja vorhin gesagt, auch ganz klar, roter Ball. Jetzt gehe ich zum ersten Mal so ein kleines bisschen auf das Material bei den Schlägern ein. Das sind Kompositmaterialien. Meistens ist dann auch die Brücke hier in dem Herz, ist dann eingesetzt. Also oft ist es kein Schläger aus einem Guss, spielt aber an der Stelle noch wirklich überhaupt keine finale Rolle, weil der Ball so schön weich ist, dass wenn er auftritt auf den Schläger, hier noch gar nicht so viel Vibration entsteht und nichts Negatives in einen Kinderarm geleitet würde. 21 an der Stelle.
sind wir auch noch bei Rot. Druck gemindert. Kind ist jetzt ein bisschen gewachsen. Wir gehen davon aus, 21 ist jetzt an der Stelle die richtige Größe, harmoniert also auch wunderbar. 23 kann noch rot sein, ist aber in den meisten Fällen schon orange. Hier habe ich jetzt exemplarisch einen Schläger mal rausgesucht, der aus einem Guss ist. Hier ist der Graphitanteil in dem Rahmen auch schon ein höherer. Das heißt, wir erzeugen hier auch schon ein höheres Maß an Stabilität, weil je härter der Ball wird, aus meiner Sicht, desto wichtiger ist das Material des Schlägers, vor allen Dingen im Bereich Stabilität. 50% Druck gemindert, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Auch noch nicht übertrieben hart, aber wenn ich die Chance habe, vielleicht an der Materialschraube des Schlägers ein bisschen zu drehen, dann würde ich das an eurer Stelle auch tun. Deswegen meine Empfehlung, ab der Größe 23 wirklich einen Schläger aus einem Guss zu nehmen. 25er. Kann noch orange sein. In vielen Fällen ist aber auch schon der grüne, das heißt der nur noch 25% Druckgeminderte. Und spätestens hier ganz klare Empfehlung meinerseits, guckt, dass ihr einen Vollgraphitrahmen habt. Also da ist dann von der Technologie auch wirklich das verbaut, was bei den erwachsenen Schlägern dann auch umgesetzt wird. Die halten auch, wenn der Schläger mal reißt, das Beseiten auf der Maschine, das Einspannen. Alles ganz problemlos. Die Kids können sich schon fühlen wie ein ganz, ganz großer Tennisstar. Die werden schon mit Topspin arbeiten, die werden experimentieren. Thema Stabilität 100% gewährleistet. Klare Empfehlung meinerseits, ab 25 spätestens Vollgraphitrahmen. Letzte Juniorengröße. 26. Auch hier, klar, wenn der 25er schon von mir mit der Vollgraphit-Empfehlung ausgezeichnet, dann klar, bitte ab 26 nicht materialtechnisch wieder einen Schritt zurück, sondern guckt wirklich, dass das Thema Stabilität, Schutz des Armes von einem Kind, dass das gewährleistet bleibt. Oft sind wir ja hier auch schon in einem Bereich, wo Kinder vielleicht mit Papa, mit Mama, mit erwachsenen Bällen mal spielen, sich mal ausprobieren wollen. Oft wird auch im Training dann schon der normale Ball gespielt, also der etwas härtere Erwachsenenball. Es gibt natürlich Kinder, die den Sport schon sehr, sehr, sehr aktiv betreiben, die vielleicht als 10-, 11-Jährige dann schon unterwegs sind, auf Turnieren machen und tun und im Leistungsbereich aktiv sind. Die spielen meistens eh mit normalen Tennisbällen. Deswegen umso wichtiger, dass wir das Thema Stabilität hier nicht vergessen und wirklich auf Vollgraphit geben. Wenn jetzt, erlebe ich manchmal in der Praxis, da kommt ein Kind oder die Eltern kommen zu mir in den Store und haben sich reingelesen und haben eine Information vielleicht erhalten, von wem auch immer. Und das Kind soll jetzt meinetwegen ein 26er spielen. Ich gucke mir das in der Beratung an. Ich bin ja vorhin auf die diversen Faktoren bin ich ja eingegangen. Ich gebe dem Kind einen 26er Schläger in die Hand und das Kind steht vor mir und greift den Schläger kürzer. Vielleicht gehe ich sogar in den Tennissimulator und lasse das Kind mal schlagen und ich sehe, das Kind kürzt ab. Dann meine klare Empfehlung, das Maß, und das ist häufig der Grund, was die Kinder den Schläger abkürzen, ist meistens das Maß, was der nächst kleinere Schläger dann wäre. Dann wäre in dem Fall der 25er wahrscheinlich der optimalere. Ja, Kinder wachsen aus den Schlägern raus. Das wird passieren. Das ist genauso wie mit Schuhen. Das können wir nicht aufhalten. Aber da bringe ich auch immer das Beispiel. Ihr würdet ja auch kein Paar Schuhe kaufen für eure Kinder. Zwei Nummern zu groß mit der Idee, da wächst mein Kind schon noch rein. Das wird ja normalerweise in der Realität auch keiner tun. Wichtig, Technik erlernen. Wer viel Technik erlernt hat, das bringe ich auch immer das Beispiel. Wenn ich ein Haus baue und habe ein großes Fundament, dann kann ich ein sehr hohes Haus bauen, ohne dass es anfängt zu wackeln. Wer auf Technik nicht so viel Wert setzt, wird eine gewisse Spielstärke auch sicherlich sich erarbeiten können, aber irgendwann ist Schluss. Und deswegen nochmal meine klare Empfehlung, durchlauft ruhig mit euren Kindern diese Stufen, lasst sie altersgerecht mit den entsprechenden Schlägern, mit den entsprechenden Bällen trainieren. Die Kinder werden sich spielerisch weiterentwickeln. Sie werden sehr, sehr früh Erfolgserlebnisse haben. Sie werden Heidenspaß daran haben, wenn plötzlich die ersten Ballwechsel zustande kommen, wenn sie sich vielleicht mit dem Freund, mit der Freundin verabreden können, also einen Platz. Und dann spielen die einfach mal. Glaubt mir, die kommen mit einem Grinsen nach Hause. Und ich hoffe, dass ich euch ein kleines bisschen Einblick jetzt in den Bereich geben konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte gerne ein Like dort. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, bitte auch einfach in die Kommentare dort unten eintragen. Ich werde mich persönlich darum kümmern oder versuchen, dass alle Fragen dann auch wirklich beantwortet werden meinerseits.
Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Das war's vom Dirk. Bis demnächst. Advantage You.